Ja, hallo, hallo, hallo. Also, heute gibt es noch ein weiteres Video. Wir hoffen, dass die lustige Zeit bald vorbei ist und dass wir endlich wieder zusammen trainieren können. Aber bis dahin heißt es für heute erstmal wieder ein bisschen Rückenfit. Wir haben schon mal ein Video gemacht. Wir machen es kurz und einfach, sodass du zu Hause die Möglichkeit hast, für deinen Rücken etwas Gutes zu tun. Okay? Pass auf. Im Grunde genommen fängt man beim Rückenfit erstmal an, die Gelenke zu mobilisieren. Das kannst du von unten nach oben machen oder von oben nach unten. Ich würde dir empfehlen, von oben nach unten dich zu arbeiten. Das heißt, du fängst an, jedes Gelenk ein bisschen zu mobilisieren. Stell dich erstmal bequem auf, indem du hüftbreit stehst, deine Knie sind soft, Schultern ein bisschen nach hinten. Du ziehst den Bauchkern ein und versuchst das Gefühl zu entwickeln, dass deine Sprunggelenke, am besten auch barfuß machen, dass deine Sprunggelenke ein bisschen nach außen gehen. Okay. Wenn du den Bauchkern eingezogen hast, den Po angespannt hast und dein Brustbein gehoben hast, dass deine Rippen ein bisschen geöffnet sind, dass du mehr Sauerstoff aufnehmen kannst, dann ziehst du die Schultern leicht nach hinten und lässt die Arme ein bisschen locker aushängen. Ganz, ganz entscheidend, dass die Arme wirklich locker hängen und die Schultern ein bisschen nach hinten gehen. Leicht das Kinn nach unten, leicht den Kopf nach hinten ziehen. Wenn du die Ausgangsposition hast, kannst du beginnen, erstmal deine Halswirbelsäule zu mobilisieren, indem du sie hier nach unten hin kreist und immer nur zur Seite schaust. Du kannst die Ausführung, die Wiederholungszahlen individuell festlegen, indem du selber entscheidest, ob du jetzt länger das Ganze machen möchtest oder weniger. Du hast es in der Hand. Okay, fangen wir mit dem Hals nochmal an. Hier vorne kreisen. Du kannst Drehbewegungen zur Seite machen. Seitneigung. Alles, was sich gut anfühlt, was jetzt keine Schmerzen hervorruft, mach das ruhig. Wenn du den Halswirbelbereich ein bisschen bewegt hast, fängst du mit dem Schultergürtel an. Bestenfalls immer nur nach hinten kreisen mit dem Schultergürtel. Das kannst du jeden Morgen und kurz vorm Schlafengehen nochmal machen. Schulterkreisen mobilisieren, dass du den Schulterkopf schön weit nach hinten bewegst. Wenn du möchtest, kannst du die Arme mit dazu bewegen, die Hand quasi Außenrotation dazu begleitend dich bewegen. Gleichmäßig, ruhig arbeiten. Wie viel Wiederholung entscheidest du? Du kannst von 20, 30, 40 Wiederholungen machen oder gehst auf Zeit. Stellst dir eine Stoppuhr hin, eine Minute das Ganze zum Beispiel. Okay. Wenn du den Part durch hast, kannst du das auch einzeln machen. Schulterkreisen einzeln. Auch sehr gut, du hast eine Möglichkeit, größere Bewegungen zu erreichen. Mehr Mobilität, Schlüsselbeine, Schultergelenke. Einfach, es bietet sich sehr gut an. Dann kannst du ebenfalls von vorne nach hinten öffnen. Einrollen und hier vorne. Am besten atme immer aus, wenn der Brustkorb klein ist und atme ein, wenn der Brustkorb groß ist. Oder atme aus, wenn du schwierige Positionen hast und atme ein, wenn es wieder leichter wird. Okay, der Klassiker, du setzt die Hände hier auf, rollst den Rücken ein, ausatmen, drückst ihn leicht durch und atmest ein. Den Kopf leicht anheben, bitte den Hals nicht ganz überstrecken, weil sich das meistens sowieso etwas unangenehm anfühlt. Ausatmen, einatmen. Wir sind immer noch bei der Mobilität, also bei der Mobilisation. Seitneigung der Wirbelsäule. Halt die Hände hier so, dass du die Daumen ein bisschen nach außen rotierst. Und Seitneigung der Wirbelsäule, primär Brustwirbelsäule, schiebt hier seitlich rüber. Abkippen. Versuch ab Bauchnabel aufwärts, dich seitlich abwärts zu bewegen. Okay? Beckenmobilisation ist sehr simpel, das kennst du aus dem Schulsport von früher. Ruhig Kreisbewegung hier. Versuch den Kopf wirklich hier auf dieser geraden Position zu halten, deine Knie und deine Sprunggelenke auf Stabilität zu halten. Becken ruhig ein bisschen anspannen. Kreise in jede Richtung, gleiche Wiederholungsanzahl oder gleiche Zeit. Okay. Ebenfalls für die Hüfte sehr gut ist, indem du einfach nur hier vorne versuchst, die Knie hier anzuheben. Du kannst dabei verschiedene Spiele machen. Das heißt, im Grunde genommen kann man alles mobilisieren, wo der Körper sich hinbewegen kann. Ich kann zum Beispiel hier vorne das Bein nach außen führen, wieder abstellen. Andere Seite. Außen führen ist ebenfalls ein schöner Punkt, um ein bisschen Balance mit ins Spiel reinzubringen und die tiefen Muskeln anzusprechen. Auch ebenfalls eine dynamische Bewegung. Du bleibst auf einer Seite und kreist das Ganze nur. Okay? Das heißt quasi, in der Heilung heißt es immer, desto mehr du das Gelenk durchblutest oder die Durchblutung im Körper förderst, desto besser geht es dir. Und hiermit fördern wir eigentlich nur die Beweglichkeit. Die Gelenke werden ein bisschen durchblutet. Selbst wenn ich das hier mache, unsere kleinen Gelenke, Handgelenke oder nur die Finger auf und zu, ebenfalls genau das gleiche Spiel. Ich kann ja ebenfalls in der Physiotherapie, wenn ich mich verletzt habe, versuche ich auch kleine Elemente ein bisschen zu dehnen, um die Beweglichkeit zu fördern und den Stoffwechsel in jedem kleinsten Gelenk anzuregen. Okay? Gut. Knie relativ simpel. Ziehst du einfach hier nach oben hoch. Atmest dabei gleichmäßig. Versuch mal, ob du mit dem Hacken bis zu deinem Gesäß kommst oder die Hände hier vornimmst und ebenfalls dein Knie unterhalb deiner Hüfte lässt. Dann ist das Sprunggelenk schneller. Sprunggelenk kreisen. In jede Richtung ruhig mal.
Wenn du merkst, dass in einem Gelenk irgendetwas knackt und knubbelt, entweder versuchst du einen anderen Winkel zu wählen oder du versuchst es vorsichtiger und sanfter das Ganze zu machen. Weil hier ist auch entscheidend, wenn zum Beispiel der Klassiker Armkreisen. Da haben die meisten Menschen ein Knacken und ein Knubbeln hier im Schultergelenk. Sie wissen gar nicht genau warum, der Arzt kann meistens auch nicht wirklich weiterhelfen. Versuch einen kleineren Winkel zu wählen, zum Beispiel hier, wenn der größere Bewegungsumfang nicht funktioniert. Machst du es ein bisschen kleiner oder veränderst zum Beispiel hier die Drehbewegung aus der Rotatorenmanschette, drehst den Arm, größere Bewegung wäre hier, du drehst jetzt hier aus der Rotatorenmanschette in deinem Schultergelenk. Das sind die kleinen Tiefenmuskeln, die dann den Oberarmknochen quasi fest an dem Schultergelenk hier vorne festhalten. Okay? Anderes sind jetzt zum Beispiel diese Muskelgruppen, das hat auch was mit der Schulter zu tun, aber primär mit den Rückenmuskeln und mit der Brustmuskulatur hier vorne. Arme dementsprechend kannst du auch nach oben, nach vorne und zur Seite bewegen. Wenn du das gemacht hast, sollten roundabout 5 bis 8 Minuten rum sein, dann bist du warm. Okay, Rückentraining an sich. Du kannst dich nach vorne lehnen und die Arme hier von deinem Körper nach oben rausstrecken. Allein das ist für die meisten Menschen schon sehr schwer. Dabei lässt du den Rücken gerade den Blick nach vorne gerichtet. Jetzt versuchst du mit pulsartigen Bewegungen deine Hände in einer V-Position mit den Armen nach oben hoch zu bewegen. Pulsiere hier nach oben hoch, Blick ungefähr 2-3 Meter vor dir auf den Boden. Wenn du es schwieriger haben möchtest, nimm dir doch ein Zusatzgewicht, Wasserflaschen zum Beispiel. Wenn du es noch schwieriger haben möchtest, dann verlasse mit einem Bein den Boden, strecke dich hier auf und versuche Bein und Arme nach oben zu bewegen. Gleiche Wiederholungszahlen links und rechts. Noch schwieriger heißt, ich versuche meinen Hebel zu erweitern. Ich gehe mit dem Oberkörper so weit nach vorne, dass ich hier fast 90 Grad in der Hüfte habe, wenn das funktioniert. Der Rücken bleibt dabei super lang. Und desto weiter die Arme von meinem Kopf wechseln, also meine Hände, desto schwieriger wird das Ganze. Und du kannst dir selber die Arbeit schwierig machen, indem du zum Beispiel das Bein hier vorne ausstreckst, Arme hier hin, leichter. Hier wird es etwas schwieriger, hier wird das Bein wieder leichter, hier wird es wieder etwas schwieriger. Wichtig, wenn du solche Stabilitätsübungen machst, dass deine Lendenwirbelsäule, du stellst dir immer vor, da liegt eine Wasserwaage drauf und die sollte möglichst hier in Waage sein. Die meisten Menschen neigen dazu, sobald sie auf einem Bein stehen, knickt so ein bisschen die Hüfte, versucht sie nach oben zu ziehen. Auf dem Bein, was nachher in der Luft ist, da geht die Hüfte meistens immer nach oben auf. Versucht sie unten zu halten, ich muss mich selber kurz festhalten, versucht die Hüfte unten zu halten, dass du hier nicht dieses Spiel hast. Es sei denn, du machst das mal ganz bewusst, indem du hier vorne bleibst und Mobilität auf und zu. Auf und zu. Okay, nächste tolle Übung, ebenfalls in der Rückenschule darf sie niemals fehlen, ist, entweder hältst du die Hände hier vorne auf dein Knie, aber nur leicht abgelegt, oder hältst sie in der Schwebe. Und dann versuchst du, hier vorne geneigt, Rücken wieder gerade, das heißt lange Wirbelsäule, und versuch hier nach oben dich aufzudrehen. Öffne den Brustkorb, Brustwirbelsäulendrehung. Atme so, wie sich das gut für dich anfühlt. Gleichmäßig. Aufricht das Ganze. Jawohl, auch hier kannst du gerne unterstützende Arbeit leisten. Du kannst es dir schwieriger machen, indem du die Hacken die ganze Zeit anhebst. Mein Hacken ist jetzt oben und dann mache ich diese Bewegung. Ebenfalls alles, was damit zu tun hat, ein Bein anzuheben, den Rücken zu stabilisieren, Bauch einziehen, Schulter nach hinten, ist schon wieder Rückentraining. Jetzt kannst du variieren und kannst das Bein hier vorne lassen und jetzt dynamisch nach hinten und nach vorne gehen. Alles unter der Prämisse, dass der Bauchnabel eingezogen ist und der Rücken fest ist. Ebenfalls geht das zur Seite. Probier dich ruhig ein bisschen aus. Nimm die Arme hier mal seitlich auf und zieh zum Beispiel hier vorne ran und dann wieder strecke. Das kommt ganz darauf an, wie fit du bist, wie stabil du bist, wie die Schwunggelenke mitmachen. Lass sie auf gar keinen Fall nach innen gehen oder nach innen kollabieren, sondern sie bleiben möglichst aufgerichtet. Ebenfalls alles, was hier unten funktioniert, hier unten, Rücken rund, durchdrücken. Auch mal ruhig, etwas schwieriger. Die Ellbogen soft, die Fußspitzen aufgestellt, die Knie schweben lassen. Dabei ein Bein ausstrecken zum Beispiel. Oder ebenfalls, bekanntes Spiel, diagonales Ausstrecken. Und dann wieder im Wechsel. Die Geschwindigkeit sollte beim Rückenfit eher sehr, sehr langsam sein. Damit ihr versucht, wirklich mit fester Bauchspannung, aus dem Pilates kennt man das Powerhouse quasi, anspannen, Bauchnabel einziehen und mit eingezogener Bauchdecke wirklich versuchen, diese Übung zu machen und die Rumpfstabilität zu halten. Es geht ja primär hier darum, diesen Bereich wirklich zu festigen und da Kräftigung aufzubauen.
Alles, was ihr von vorne nach hinten macht, ist Rückentraining. Etwas, was ich von vorne nach hinten ziehe, ist gut für die Rückenmuskulatur. Desto näher ich am Körper dran bin, desto mehr geht das hier in den breiten Rückenmuskel, desto mehr ich mit den Armen nach oben gehe, desto mehr geht es in den oberen Rücken. Probier dich da aus, nimm ein Schubband, ein Terraband, nimm eventuell Zusatzgewichte, lehne dich nach vorne, arbeite hier immer von vorne nach hinten. Rückentraining gegenüber zum Brustkorbtraining wäre hier vorne eher im Verhältnis 2 zu 1 oder 3 zu 1. Das heißt, dreimal eine Rückenübung gegenüber eine Brustübung. Warum? Damit du hier die Vorneigung, die unser Alltag quasi ist, nach hinten nicht aufrichtest. Weil Muskulatur lernt den Weg, wo sie hin trainiert wird. Wenn ich jetzt hier viel trainiere von vorne nach hinten, werde ich irgendwann von hier mich immer weiter aufrichten können. Und auch besser atmen können, weniger Rückenbeschwerden haben. Meine Rumpfspannung nimmt zu und meine Körperhaltung wird besser. Trainiere ich viel nach vorne, habe ich viel Innenrotation und werde irgendwann auch nach vorne einfallen. Okay? Das heißt, dehnen von Brust und trainieren vom oberen Rücken. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen weitergeholfen. Versuch dich ein bisschen zu probieren in dem, was funktioniert. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dann!